Hey Leute und herzlich willkommen im Filmclub. Heute mit der Kritik zu der Serie Manhattan. Die erste Staffel ist rausgekommen am 7. Juli. Manhattan hat zwar vielleicht noch niemand was von gehört, aber es ist ein richtig toller Geheimtipp, das kann ich jetzt schon mal sagen. Es wird nur eine Kurzkritik, aber ich will euch die Serie auf jeden Fall ans Herz legen. Es geht um die Zeit, als die Atombombe erfunden wurde und um die Leute, die daran beteiligt waren. Und was diese Serie auszeichnet, ist auf jeden Fall erstmal die Optik und der gesamte Look. Das sieht nämlich einfach fabelhaft aus. Das ist alles so in dunkle Farben getüncht und fängt den Look der Zeit perfekt ein. Also was Zeitmanagement angeht, muss ich sagen, haben die hier wirklich eine sehr glaubwürdige Setting und eine glaubwürdige Optik erschaffen. Die Schauspieler spielen durch die Bank weg gut. Das hätte ich gar nicht erwartet, weil es sind gar nicht so viele bekannte Köpfe dabei. Aber die interagieren alle super miteinander und ich muss sagen, die haben auch alle eine super Chemie. Das hätte ich bei dieser Serie wirklich nicht erwartet. Ich bin keiner, der irgendwie gleich rumhatet, was Schauspieler angeht, aber ich habe es einfach nicht erwartet, dass die Schauspieler so überzeugend sind. Was ich auch noch hervorheben will, ist die Geschichte, weil hier sozusagen diese Atombombenproblematik hier ja angepackt wird und wir ja die Zeit sehen, in der es erfunden wurde. Und da bekommen wir so einen kleinen ambivalenten Blick darauf. Also es ist nicht nur irgendwie so eine neutrale Sichtweise und auch nicht nur Kontra und auch nicht nur moralischer Zeigefinger, sondern wir bekommen einen ambivalenten Überblick über die gesamte Situation. Und das finde ich ist wirklich sehr gut umgesetzt. Und es gibt in der Folge 7 und 8, finde ich, einen kleinen Hänger, wo die Serie nicht schlechter wird, sondern einfach nur, wo man merkt irgendwie, dass sie nicht so viel zu erzählen hat. Also ein kleiner Hänger ist drin, aber sonst muss ich sagen, ist die Serie immer auf einem sehr hohen Niveau. Eine tolle Dramaserie mit Dr. House-Einschlag, die ich auf jeden Fall nur empfehlen kann. Ich hoffe, ihr guckt sie euch an. Ich gebe nämlich 8 von 10 Punkten der Serie. Der kleine Abzug ist für die Hänger in der Folge 7 und 8. Wie gesagt, die Folge waren sehr, sehr langatmig. Aber sonst schafft die Serie es immer auf dem Stadtballungshöhepunkt zu bleiben. Und das muss man sagen, Chapeau für 13 Folgen. Ist das doch eine tolle Sache. 8 von 10 Punkten gibt's von mir. Guckt euch die Serie alle an. Und dann hoffe ich, wir sehen uns in einer nächsten Kritik wieder. Und ich hoffe, ihr schaut mir auch da wieder zu. Bis dahin, euer Lou.